viele freudige Gesichter. Das Harzfest-Wochenende war ein voller Erfolg. Haarschleppe. Zwischen Halberstadt und Quellenborch, man feuert mit dem Auto durch. In Süden sind Baie von Heidbach, Betzkattenkopp. In Norden geiteten Kleidbeichrob. Von West nach Ost flitte Goldbeek durchs Feld. Da liert Haarschleppe, unsere Welt. In Grote Stab, dichte Bierde Stadt, wo man noch schmale Straßen und holpriges Pflaster hat. Hier jaft Freuer hauptsächlich Buren und ihre hieser Schienenställe mit Fachwerk und Sandsteinmauer. Der Kirchturm guckt scheif und grüne Bohmkronen rutt. Hiete sind der Tau, fehle nie hieser ebut. Am Wochenende war viel los in Haarsleben. Mit bunten und vielfältigen Attraktionen lockte die Gemeinde mit gerade einmal 2200 Einwohnern zum Harzfest an die verschiedensten Orte. Eröffnet wurde das Wochenende, welches die Alternative zum elitären Neujahrsempfang ist, mit einer Rede des Landrats des Landkreises Harz, Thomas Balzerowski. Ich möchte Sie natürlich auch alle recht herzlich im Namen des Landkreises Harz hier in Haarsleben begrüßen. Ich sehe eine ganze Reihe von Bürgermeisterkollegen, Oberbürgermeister von Quedlinburg, von Thale, von Schwanebeck, der nächsten Ausrichterstadt und viele andere mehr, Landtagsabgeordnete. Und Sie sehen ganz klar, dass das Herz des Landkreises Harz in dieser Woche, an diesem Wochenende in Haarsleben schlägt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Anfang des Jahres haben die Mitarbeiter im Landratsamt überlegt, was machen wir? Der Neujahrsempfang kann pandemiebedingt nicht stattfinden. Und da ist die Idee geboren, etwas wiederzubeleben, was über Jahre hinweg, gerade nach der Wende im Harz, eine hohe Konjunktur hatte, nämlich die Harzfeste. Tradition zu zeigen, das, was wir können, zu feiern, zu leben und vor allen Dingen uns gegenüber den Gästen zu präsentieren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie sehen hier einen zufriedenen und glücklichen Landrat. Erst einmal, das Wetter ist super. Und ich sage Ihnen auch, ich habe vorhin, als ich die Kleinen gesehen habe, wenn die Kleinen in Haarsleben schon so feiern können, was passiert heute Abend mit den Großen? Auch die Bürgermeister der umliegenden Städte waren vor Ort, um sich ein Bild dieses neuartigen Ereignisses zu machen. Auch wenn große Städte wie Halberstadt und Quedlinburg mit ihrer Einwohnerzahl deutlich über der 5000er-Marke liegen, war es dennoch für alle ein beeindruckender Auftakt für die kommenden Jahre. Ich glaube auch, Ilsenburg ist ein bisschen zu groß, um das Harzfest ausrichten zu dürfen. Seid ihr darüber ein bisschen traurig? Traurig in diesem Sinne, in diesem Jahr zumindest nicht, weil wir ja selber in Ilsenburg die 1025-Jahr-Feier haben. Und zwei auf einmal wäre ein bisschen viel des Guten gewesen. Deswegen ist es schon gut, dass wir ein bisschen dezentral auf die etwas kleineren, aber trotzdem sehr aktiven Orte ausweichen. Ist schon eine gute Idee so, finde ich. Also wir sind ja von Natur aus etwas schüchtern und reservierter, die Hyjaner, alle Orte. Ich werde das noch ein bisschen betrachten. Der Staffelstab geht ja am Sonntag 17.30 Uhr an die Stadt Schwanebeck. Das ist ja nicht ganz so weit weg von uns. Und wenn es dann sich etabliert hat, würden wir auf jeden Fall auch gerne mal einsteigen. Ja, die Haarslehmer machen jetzt hier den Auftakt. Und ich denke, wir schauen uns das hier gut an. Und irgendwann wird auch die Zeit sein, dass Dittwoch dabei ist. Ja, jetzt wünschen wir erstmal den Freunden hier in Haarsleben alles Gute und gutes Gelingen. Ja, die Idee des Harzfestes ist super. Wir nehmen natürlich als Kreisstadt auch teil mit einem Stand und so weiter. Wir konnten uns lediglich nicht bewerben aufgrund der Größe. Aber ich finde das eine schöne Sache, dass der Kreis versucht, gerade auch mal die kleineren Orte in den Fokus zu rücken. Und da haben wir ja auch ein paar Orte noch zu bieten. Atenstedt, Astenstedt, Emersleben, Langenstein und Ströbeck. Und ich denke schon, irgendwann werden wir wahrscheinlich auch mal Ausrichter sein. Also erstmal vielen Dank an den Landrat Thomas Balzerowski. Das ist eine super Idee, statt eines elitären Neujahrsempfangs die Leute einzuladen, die Einwohner des Landkreises Harz und sich alle hier in Haarsleben versammeln können. Und so können alle Einwohner des gesamten Landkreises auch kleinere Kommunen kennenlernen. Und ich denke, dass Frau Bischoff als Bürgermeisterin von Haarsleben alles auf die Beine stellen wird, um dieses Wochenende bei traumhaftem Kaiserwetter zum Gelingen aller beizutragen. Ja, also wir freuen uns, dass wir verschiedenste Angebote hier im Landkreis Harz machen können. Und das Harz, das finde ich eine super Sache. Und ich finde es auch gut, dass der Landrat das schon ein bisschen eingegrenzt hat, dass sich die Kommunen bis 5000 Einwohner bewerben sollen. Finde ich klasse, weil wir in den Großen haben wir genug Events, sage ich mal, eigentlich. Ja. Und das finde ich schön, dass wir jetzt mehr in die Breite gehen. Und das Harzfest ist die beste Gelegenheit dafür. Ja. Und ich denke mal, so wie es der Landrat gesagt hat, Haarsleben legt die Latte jetzt hoch. Und dann gucken wir mal, wie nächstes Jahr Schwanebeck dann weiterzieht. Ja. Und dann geht es ja in den Harz hoch.
Die Besucher haben ein breit gefächertes Angebot dargeboten bekommen. Ob es nun einige Stände mit Verpflegung und kleinen Karussells, der Mittelaltermarkt oder das Riesenrad bei der Mehrzweckhalle war, hier war für alle etwas dabei. Am ersten Abend kam das Fest dann zu einem Höhepunkt. Vor der Mehrzweckhalle brachte Tänzchen Tee die Massen zum Singen und Tanzen. Auch auf der Bühne bei den Karussells spielte eine weitere Band namens Project Get Rock. Wer Lust auf Rockmusik hatte, konnte hier das gesuchte Entertainment finden. Ein weiterer Höhepunkt war der große Festumzug. Dieser fand am Sonntag statt und führte durch die Straßen der Gemeinde Haßleben. Auch der Landrat Thomas Balcerowski war sehr beeindruckt davon, was in Haßleben innerhalb der kurzen Zeit von gerade einmal 100 Tagen auf die Beine gestellt wurde. Auch angesichts der Pandemie und der kleinen Ortschaft war dennoch mächtig was los auf den Straßen von Haßleben. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Sie sehen einen glücklichen Landrat vor sich. Ein ganz großes Kompliment an die Haßlebener. Sie haben wirklich ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Man hatte gerade 100 Tage zwischen der Entscheidung und der Ausrichtung an diesem Wochenende. Und an der Stelle ein ganz, ganz dickes Lob an die Haßlebener. Das haben sie hervorragend gemacht. Haben natürlich jetzt auch die Latte für die anderen Orte etwas hochgelegt. Aber ich habe eigentlich an diesem Wochenende nur glückliche Gesichter gesehen aus dem ganzen Harz. Auch viele Gäste von außerhalb. Es wird wieder Zeit, dass wir feiern können nach der Pandemie.
Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Es geht ja darum, uns zu präsentieren. Es gibt sehr viele Stände hier auf dem Harzfest in Harzleben, dass wir das auch mitnehmen können, dass alle Zollsteller auch entsprechend zufrieden sind mit dem Ergebnis hier. Ja, und ich hoffe, dass wir es weitertragen können und dass die Harzlebender auch ein Stück weit mitnehmen, dass, wenn sie zusammenstehen, auch in einem kleinen Ort ordentlich was bewegen können. Wenn die Idee fruchtet, dann glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Ja, das erste Harzfest hat Spaß gemacht. Auftritt ist gut, war gut, das Wetter war perfekt, die Stimmung war auch gut, die Leuten hat es hoffentlich auch gefallen. Was sagt ihr dazu? Ja, also ich denke auch, wir konnten uns hier gut präsentieren und konnten zeigen, dass wir halt auch Stimmung machen können und die Leute wirklich begeistert waren von dem, was hier alle Musiker, einschließlich natürlich uns als Spielmann zu Harzleben, zu bieten hatten. War sehr schön. Mega geil. Also, siehst ja unsere Jungs hier, Harzleber Jungs. Hey! Schönes Fest, tolle Leute, geiles Wetter, läuft. Nun ist der Staffelstab in den Händen der Stadt Schwanebeck, welche im nächsten Jahr das Harzfest ausrichten wird. Auch wenn Harzleben die Messlatte bereits sehr hoch angelegt hat, kann man in den nächsten Jahren gespannt bleiben, wie bunt die kommenden Harzfeste sein werden.